Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Auch in dieser Folge haben wir erneut einen Gast, der ich aber bisher wohl nicht bekannt sein wird. Lorenz, unser Amazon PPC-Experte, wird euch darüber aufklären, was hinter PPC überhaupt steckt, welche weiteren Parameter das mit einschließt und welche eigentlich die wichtigsten sind, auf die ihr achten solltet, um einschätzen zu können, ob eure Amazon-Werbeanzeige gut läuft oder eher nur so mäßig. Solltet ihr euch zwar hier informieren wollen, aber die Umsetzung lieber den Experten überlassen wollen, dann ist eBakery für euch der richtige Partner. Ob Amazon PPC oder Amazon SEO, wir übernehmen die Umsetzung und Optimierung gerne für euch. Unsere entsprechenden Seiten sind in der Videobeschreibung verlinkt, auf denen ihr dann auch direkt einen Termin vereinbaren könnt. Wir freuen uns auf euer Projekt. Ab sofort gibt es auf diesem Kanal auch noch eine weitere Neuerung. Ihr habt die Möglichkeit, vom exklusiven eBakery E-Commerce und Online-Marketing-Content sowie wöchentlichen Livestreams zu profitieren. Wie das, fragt ihr euch? Wir haben eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert. Doch nun zur allgemeinen Erklärung für Amazon PPC. Dahinter steckt erst einmal schlichtweg die Möglichkeit, bei Amazon Werbung zu schalten. Diese Anzeige kann an unterschiedlichen Stellen ausgespielt werden, die euch Lorenz gleich noch erklären wird. Doch warum dann PPC? Ihr bezahlt ähnlich wie bei Google pro Klick, deshalb auch Pay per Click. Doch warum sollte man denn überhaupt Werbung auf Amazon schalten? Um euch vorab noch zu überzeugen, 7 Gründe für Amazon PPC. Erstens, ihr erhöht ganz klar die Sichtbarkeit. Zweitens, dadurch kurbelt ihr die Verkaufszahlen an. Denn stimmen die Basics, bedeutet mehr Sichtbarkeit auch mehr Klicks und wenn eure Produktdetailseite überzeugt, auch mehr Verkaufsabschlüsse. Ihr könnt damit gerade neue Produkte pushen oder aber Top-Positionen für bereits aktive Produkte verteidigen. Umgekehrt könnt ihr aber auch Abverkäufe für Ladenhüter damit fördern. Oder aber Traffic auf Longtails lenken. Und zu guter Letzt noch ein Punkt, auf den Lorenz gleich eingehen wird. Man verbessert durch Amazon PPC-Kampagnen auch automatisch die organische Sichtbarkeit. Wieso, weshalb, warum, erklärt euch nun Lorenz von eBakery. So, hier ist Lorenz von eBakery und im heutigen Video soll es über Amazon PPC gehen. Ich werde sowohl ein paar Basics erklären, als auch falsche Denkweisen versuchen zu korrigieren. Denn viele, vor allem neue Verkäufer, verstehen meines Erachtens nicht ganz genau, warum wir eigentlich die Werbung schalten oder was dahinter steckt und was auch die Zielsetzung ist. Ganz zum Einstieg erstmal, was ist Amazon PPC? Amazon PPC, auch genannt Amazon Werbung, Amazon Ads, Amazon Advertising, bedeutet eigentlich alles das Gleiche. Und zwar, dass wir in unserem Amazon-Account aktiv Werbung schalten auf unsere Produkte. So, wo wird diese Werbung angezeigt? Gibt es verschiedene Stellen. Das gängigste sind einmal in den Suchergebnissen, bedeutet Kunden geben Suchbegriffe, auch Keywords genannt, ein. Und innerhalb dieser Suchleiste, ja, auf der Suchseite quasi im Katalog, werden dann unsere Werbeanzeigen gezeigt, neben anderen Produkten. Die nächste Stelle, wo die Werbung gezeigt werden kann, ist auf Produktdetailseiten. Bedeutet, wir können auch gezielt auf andere Produkte unsere Werbung schalten. Bedeutet, Kunde würde ein Konkurrenzprodukt anklicken. Auf diesem Konkurrenzprodukt können wir uns unterhalb platzieren. Wenn Kunden nach Produkten suchen, kriegen Kunden immer zwei Arten von Produkten angezeigt. Das sind einmal organische Ergebnisse, also organische Produkte, die durch Ranking, Verkäufe, Bewertung, Verkaufshistorie angezeigt werden. Und als zweites gesponserte Produkte, bedeutet Werbeanzeigen. Ja, der Punkt ist relativ wichtig, komme ich später auch noch drauf zurück. Der wird nämlich ein bisschen erklären, was eigentlich der Sinn und das Ziel hinter der Werbung sein müsste. Ja, bedeutet, mit Amazon Werbung schalten wir auf unsere Produkte bestimmte Kampagnen und werden dann in Suchergebnissen oder auf anderen Produkten gezeigt. Ja, wofür steht der Begriff Amazon PPC? Ja, Amazon PPC oder einfach nur auch PPC genannt, steht für Pay per Click. Das erklärt eigentlich auch schon das Bezahlsystem bei der ganzen Geschichte, wie wir Kosten generieren in dem Sinne. Bedeutet jetzt Pay per Click, also bezahlen pro Klick, pro Aufruf sozusagen. Heißt, jedes Mal, wenn ein Amazon-Kunde auf unsere Werbung klickt, müssen wir an Amazon Geld zahlen.
Ja? Wie hoch sind diese Kosten? Das ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Das variiert sehr, sehr stark. Im Großen und Ganzen ist es ein Gebotssystem. Bedeutet, auf Suchbegriffen gibt es ein bestimmtes Volumen, also wie viele Leute im Monat oder auch am Tag nach einem Suchbegriff suchen, ja. Und das bedeutet, es gibt eine gewisse Angebotsanzahl, also quasi verfügbare Werbeklicks bei diesen Suchbegriffen, ja. Jetzt ist aber so, dass wir als Händler nicht die einzigen sind, die Werbung schalten, sondern auch sehr, sehr viele andere Händler. Bedeutet, wir haben die Kunden, die suchen nach diesem Begriff, und wir haben die Händler, die bieten auf diesen Begriff, quasi, dass ihre Werbeanzeige dort geschaltet wird. Ja. Jetzt ist es so, je mehr die Händler bieten, ja, wir können also quasi sagen, okay, für einen Klick möchten wir zum Beispiel 1 Euro zahlen. Und dann sagt der nächste Händler, okay, mir ist das 2 Euro wert. Je höher man bietet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Werbung ausgestrahlt und auch geklickt wird, desto mehr zahlt man aber auch. In einem anderen Video gehe ich da ein bisschen auf das Auktionssystem ein, wie die Klickpreise sich zusammensetzen, wie die Gebote funktionieren. Heute erstmal noch nicht. Generell müsst ihr aber wissen, okay, wir bieten auf diese Begriffe oder auf die Platzierung auf anderen Produkten, und andere Händler bieten mit, die auch Werbung schalten. Und je mehr geboten wird, desto teurer werden die Klicks. Bevor wir jetzt darauf eingehen, was so die Zielsetzung ist und so weiter, möchte ich ein paar Begriffe erstmal erklären. Deswegen folgendes. Wir haben also PPC, ja. Die Schreibfehler ignorieren, ja. Pay per Click. Ganz einfach. Ja. Bedeutet, immer wenn jemand klickt, zahlen wir an Amazon einen gewissen Betrag, damit Amazon im Endeffekt die Werbung weiterhin schaltet. So, was gibt es noch? CPC, das wäre in dem Fall Cost per Klick. Das würde bedeuten, okay, wie viel zahlen wir pro Klick? Bedeutet, nach 100 Klicks, wenn es jedes Mal 2 Euro waren, wäre der Cost per Klick 2 Euro. Ja? Oder auch gesehen, okay, wir haben 100 Klicks, 200 Euro Ausgaben, dann kann man sich das natürlich auch hochrechnen. Es wird einem aber auch bei Amazon direkt angezeigt. CVR, Conversion Rate, ganz fix. Conversion Rate beschreibt die Anzahl der Kunden, die das Produkt kaufen, im Vergleich zu der Anzahl, die das nur angeschaut haben. Bedeutet, ja, ich schreibe erstmal den Namen hin, Conversion Rate. Bedeutet, wenn wir 100 potenzielle Kunden auf unser Listing haben. Das heißt, 100 Klicks auf unser Angebot. Und davon kaufen 10 Kunden das Produkt, hätten wir 10% Conversion Rate. Immer prozentual der Vergleich zwischen Besuchern und Käufern. Ja, also, oder auch Klicks und Käufern. So. Das nächste. ARKOS. Das ist wahrscheinlich der Wert, auf den die meisten neuen Verkäufer am meisten achten, und den werde ich dann auch gleich ein bisschen weiter erklären. Advertising Cost of Sale oder auch Sales. Das bedeutet jetzt, ja, wir werden in anderen Videos dann noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Ich werde heute wahrscheinlich nur so 10, 15 Minuten die groben Züge erklären, damit ihr versteht, okay, das sind die Begriffe, warum schalten wir Werbung und wie ist so die Denkweise bei der Werbung. ACOS, also Advertising Cost of Sales oder Cost of Sale, heißt jetzt, in dem Verkauf in der Werbung, ja, wir haben jetzt einen Verkauf generiert in der Werbung, zum Beispiel 50 Euro Umsatz, ein Produkt verkauft mit 50 Euro Wert. Wenn wir jetzt 25 Euro für die Werbung ausgegeben hätten, um diesen Verkauf zu generieren, würden das ja 50% sein. Also 25 von 50 sind 50%, die Hälfte. Bedeutet, wie viel geben wir pro Verkauf in der Werbung aus für Werbeverkäufe? Ja, das geht nicht über den ganzen Account, nur in der Werbung selbst. Advertising Cost of Sale. Das nächste, und das kennen auch wahrscheinlich schon einige, die jetzt Werbung schalten, ist ROAS. Das ist Return on Ad Spend. Ja, so, oder muss auch in 2 Wörtern machen. Return on Ad Spend ist im Endeffekt sehr, sehr ähnlich zu ARKOS, nur ist es eine andere Weise, das Ganze hochzurechnen. Hier würden wir jetzt sagen, okay, wir haben 25 Euro in der Werbung ausgegeben und haben 50 Euro Umsatz dadurch generiert. Bedeutet, wir haben das Doppelte unserer Ausgaben an Umsatz. 25 mal 2 wären 50 Euro Umsatz. Heißt, in diesem Beispiel, ich mache das mal, VK haben wir jetzt 50 Euro gesagt, ja. Werbekosten für diesen Verkauf an 25 Euro bedeutet ARKOS wäre 50%, also genau die Hälfte einfach, und ROAS wäre 2.0. Wir haben quasi unsere Werbekosten
unseren Einsatz verdoppelt und dadurch 50 Euro generiert. Hier ganz wichtig, meines Erachtens versucht Amazon relativ stark den ROAS-Wert zu pushen. Bedeutet, ganz, ganz oft wird automatisch der ROAS angezeigt. Ja? Und ROAS klingt immer ziemlich positiv, weil wenn wir jetzt hören, okay, wir haben unser Geld verdoppelt, ja, wir haben jetzt 25 Euro ausgegeben und 50 Euro Umsatz damit generiert, klingt das ziemlich positiv. Das Ding ist aber, wenn wir uns jetzt den ARKUS betrachten, in dem Sinne einfach quasi der Gegenwert dazu, sagt das Gleiche aus, 50% Ausgaben auf den Umsatz. Wir haben bei Amazon Produkten im Schnitt vor Werbekosten so zwischen 20% und 30% Gewinn. Heißt jetzt, wenn wir 50% ausgeben, ist es definitiv noch ein Verlustgeschäft. Am ARKUS kann man das sehr, sehr schnell sehen. Am ROAS leider nicht ganz so fix. Bedeutet, neue Verkäufer, die den ROAS-Wert sehen und das vielleicht nicht im Kopf direkt umrechnen und umdenken, denken vielleicht dann, dass die Werbung sehr, sehr gut läuft, obwohl es vielleicht nicht so gut läuft. Ja? So, Return on Ad Spend, Conversion Rate, ganzen wichtigen Begriffe mal soweit durch. Es gibt noch viel, viel mehr und ich möchte auf einen eingehen und damit auch gleich ein bisschen die Denkweise korrigieren. Neue Verkäufer, wenn die jetzt Werbung schalten, achten penibel auf den ARKUS-Wert. Das heißt, immer wenn wir neue Verkäufer haben, die jetzt zum Beispiel Werbung optimiert brauchen oder die jetzt selbst die Werbung schalten und irgendwie versuchen, das auszuwerten, achten Verkäufer immer auf den ARKUS. Also wie viel gebe ich pro Verkauf in der Werbung eigentlich aus? Das ist kein unwichtiger Wert. Leider ist es aber nicht der Wert, den wir betrachten sollten, wenn wir wirklich ordentlich die Werbung auswerten wollen. Folgendes Szenario. Ja, ich gebe euch mal das Beispiel nochmal am Whiteboard. Ich mache mal ein neues Whiteboard auf und erkläre jetzt noch einen weiteren Wert, den wir betrachten. Und das nennt sich Tacos, also quasi wie das Essen. Tacos bedeutet Total Advertising Cost of Sales. Was ist jetzt der Unterschied zum ARKUS? ARKUS hatten wir geklärt, okay, in der Werbung auf die Verkäufe, die generiert werden, haben wir eine gewisse Kosten und die werden quasi verrechnet mit dem Umsatz. So, Amazon als Plattform ist aber ziemlich, ziemlich gut, ja, im Vergleich zu vielen anderen Märkten, denn es kommen nicht nur Umsätze rein durch die Werbung. So, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe vorhin auch schon erwähnt, wo wird unsere Werbung zum Beispiel gezeigt? Ja, auf den Suchseiten neben organischen Ergebnissen. Was ist organisch? Organisch bedeutet bei Amazon, also man sagt ganz oft organisches Ranking, organischer Umsatz. Organisch heißt, Amazon platziert euch auf gewissen Suchbegriffen. Kunden finden euch ohne Werbung. Und dadurch können Umsätze generiert werden, organische Umsätze. Quasi Umsätze, die komplett ohne Werbekosten in diesem Moment einfach gebucht werden und dann euren vollen Gewinn mitbringen. Ja, warum ist das jetzt wichtig für uns? Neue Verkäufer sind wirklich penibel mit diesem ARKUS-Wert beschäftigt und vergessen dabei, dass das Ziel, ja, das ganz, ganz große Ziel von Amazon-Werbung ist, dass wir organisch besser gefunden werden. Auf jedem Suchbegriff auf Amazon, egal ob Deutschland, UK, US, gibt es ein Ranking. Ja? Dieses Ranking sagt quasi aus, wenn jetzt ein Kunde danach sucht, wir nehmen jetzt zum Beispiel Fußball oder irgendwas in die Richtung, egal welcher Begriff eigentlich, dann gibt es Produkte, die haben ein Top-Ranking. Also das Erstbeste, das Zweitbeste, Drittbeste und so weiter und das zieht sich durch. Ja? Die Produkte, die ein sehr, sehr gutes Ranking haben, die verkaufen sich auch ziemlich gut. Bedeutet, wenn ich bei manchen Suchbegriffen auf Platz 1 bin, ja, Amazon quasi sagt, hey, das ist der beste Verkäufer für diesen Suchbegriff, dann kriege ich ziemlich viel organischen Umsatz. Und jeder Amazon-Verkäufer, der, sage ich mal, sehr gut wirtschaftet, zieht seine Gewinne aus dem organischen Umsatz. Und jetzt kommt quasi so ein bisschen die Änderung der Denkweise. Als Verkäufer muss man weggehen davon, sich nur auf den ARKUS zu fixieren. Ja? Der ARKUS sagt ja im Endeffekt aus, okay, innerhalb der Werbung, innerhalb der Kampagnen, wie viel Geld gebe ich aus, um die Umsätze in der Werbung zu generieren. Die Werbeumsätze sind aber eigentlich nicht der Punkt, wo wir unser Geld verdienen wollen, sondern sind nur ein Ziel oder, sage ich mal, ein Schritt dafür, dass wir organisch verdienen. Bedeutet, ganz wichtig, Werbung bei Amazon gilt nicht in erster Linie dem Ziel oder dem Zweck, in diesen Verkäufen profitabel zu sein. Wir müssen das gar nicht. Wenn wir in der Werbung Geld verlieren, so blöd wie das klingt, ist das nicht immer schlecht. Ja, das Ziel ist gar nicht unbedingt, in den Werbeverkäufen Gewinn zu machen. Weil selbst wenn das möglich ist, angenommen, ihr habt 30% Gewinnmarge, eure Werbeverkäufe haben 25% ARKUS
würde bedeuten, ihr habt 5% noch Gewinn gemacht. Auch wenn der Umsatz relativ groß ist, 5% nicht so super. Ja? Bedeutet jetzt, wir wissen, okay, die Werbung wird wahrscheinlich nicht allzu profitabel. Und wenn, dann nur sehr, sehr wenig oder vielleicht erreichen wir einen Break-Even. Das Ziel ist jetzt auch gar nicht, dass wir in der Werbung viel Geld verdienen, sondern wir nutzen die Werbung als Tool, um unser Produkt auf Amazon zu ranken. Bedeutet, wir können durch Werbeverkäufe Amazon quasi zeigen, hey, unser Produkt verkauft sich gut. Ja? Unser Produkt wird am Tag oft gekauft, auf den richtigen Suchbegriffen. Und Amazon wird unser Produkt dementsprechend auf diesen Suchbegriffen platzieren. Wir platzieren es in der Werbung, das können wir ja aussuchen, wo. Amazon platziert das basierend auf den Verkäufen. Und wenn wir es jetzt schaffen, durch diese Werbung genug Verkäufe zu generieren, auf den richtigen Suchbegriffen und im besten Fall auch jetzt nicht wirklich Geld zu verlieren in der Werbung, haben wir ein super Ergebnis. Weil, wenn das geschieht, wir machen jetzt viele, viele Verkäufe, zum Beispiel haben wir jetzt unseren Fußball, verkaufen den am Tag 50 Mal in der Werbung, dann merkt Amazon, hey, dieses Produkt auf diesen Suchbegriffen, Fußball oder sowas in die Richtung, verkauft sich sehr, sehr gut. Wir sollten das vielleicht im Ranking, also in den Suchergebnissen, weiter oben platzieren. Und was passiert dann auf einmal? Wir verkaufen, 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 nur in der Werbung, machen keinen Gewinn, gar nichts. Und dann kommen aber organische Verkäufe. Amazon platziert uns mit mehr Sichtbarkeit, was dann dazu führt, dass Kunden uns auch ohne die Werbung finden. Und diese Verkäufe, organische Verkäufe, die durch Ranking quasi generiert wurden, die sollen unsere Profite bringen bei Amazon, nicht die Werbung an sich. Deswegen, wenn ich jetzt den Wert nochmal erkläre, den ich eben angesprochen habe. TARCOS ist Total Advertising Cost of Sales. Der Wert nimmt jetzt nicht nur quasi die Werbekosten und den Werbeumsatz, sondern folgendes. Wir nehmen die Werbekosten, teilen diese durch den Account-Umsatz oder durch den ganzen Produktumsatz, bedeutet nicht nur die Werbeverkäufe, sondern auch die organischen Verkäufe. Ja? Und dann machen wir daraus Prozent, also mal 100, und das ergibt dann unseren TARCOS. Bedeutet jetzt, wenn ich einen Account habe, der zum Beispiel, ich mache jetzt ein Rechenbeispiel, nicht allzu viele, weil das kommt in anderen Videos dann. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Ja? Beispiel so. Wir haben jetzt zum Beispiel 10.000 Euro Werbeausgaben. Ja, wir sehen das mal auf den Monat gerechnet einfach, weil man meistens monatlich auswertet. 10.000 Euro Werbeausgaben. Wir haben 20.000 Euro Werbeumsatz. Bedeutet, wir können dann quasi auch gleich unseren ARCOS ausrechnen, mache ich im nächsten Beispiel. So, 10.000 Euro Werbeausgaben, 20.000 Euro Werbeumsatz. Der Account-Umsatz, ja, ich mache das mal so, liegt jetzt aber zum Beispiel bei 50.000 Euro. Okay, so, jetzt die anderen Beispiele dazu. ARCOS, okay, wir haben gesagt, Werbeausgaben und Werbeumsatz wird genommen, bedeutet hier, wie in dem Beispiel vorhin, 50% der Werbeumsätze sind Ausgaben, bedeutet, unser ARCOS ist 50%. Ups, so, ja. Wenn wir jetzt wissen, unser Produkt hat 20% Marge und wir geben 50% in der Werbung aus, wissen wir schon, wir verlieren Geld. Also relativ viel sogar. 30% ist da Verlust irgendwo dabei. Jetzt rechnen wir aber mal den TARCOS-Wert aus. Und da haben wir gesagt, wir nehmen jetzt die Werbekosten 10.000, teilen das durch den Account-Umsatz und machen Prozent raus. So, 10.000 Euro Werbeausgaben auf 50.000 Euro Account-Umsatz wären ein Fünftel, also 20%. Ja. So, jetzt sehen wir schon, okay, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Und hier ist so das Beispiel für heute. In anderen Videos werde ich ein bisschen mehr noch durchrechnen. Der ARCOS-Wert ist nicht allzu wichtig. Ja, der ARCOS-Wert sagt immer nur aus, was in der Werbung passiert. Ein guter Verkäufer konzentriert sich auf den TARCOS-Wert. Denn hier wird ja gesagt, okay, auf alle Umsätze dieses Produktes, wie viel geben wir wirklich für die Werbung aus? Und in diesem Fall, wenn wir jetzt gesagt haben, unser Produkt hat 20% Marge, wir haben also in der Werbung verloren. Definitiv haben wir Geld verloren, weil das sind 50% hier. In der Werbung haben wir Geld verloren, weil 50% diese Marge haben wir nicht. In der Realität aber, mit 20% TARCOS haben wir eigentlich kein Geld verloren. Wenn wir jetzt sagen, okay, unser Produkt hat diese 20% Marge, insgesamt wurden 20% ausgegeben für Werbung, wäre hier kein Verlust entstanden. Auch kein Gewinn, ja, aber auch kein extremer Verlust. Ganz, ganz wichtig also, in der Amazon-Werbung fokussiert euch nicht nur auf ARCOS,
sondern auf den Tacos. Und dieser soll im Laufe der Zeit sinken. Sowohl Arcos als auch Tacos soll natürlich runtergehen mit der Zeit. Ja, wir wollen weniger Kosten in den Werbeverkäufen. Wir wollen auch weniger Werbekosten auf den Gesamtumsatz sehen. Wichtig ist aber, gibt manche Produkte, bei diesen wird man nie einen guten Arcos erzielen können. Ja, wir haben zum Beispiel einen Verkäufer in der Betreuung mit FFP2 Face Masks, also ja, Gesichtsmasken. Und da ist es so, ja, es ist ein relativ günstiges Produkt, sagen wir mal 10 Euro, 12 Euro. Und jeder Klick in der Werbung, weil das so ein umkämpfter Markt ist, kostet jetzt 4 Euro. Bedeutet, nach drei Klicks, nur drei Klicks quasi in der Werbung, sind wir schon bei 100% Ausgaben. Also wir haben 12 Euro Umsatz, wir geben 12 Euro aus, sind 100%. Heißt also, manche Produkte können nie einen guten Arcos-Wert generieren. Das ist unmöglich. Außer man würde jeden Klick konvertieren und das ist nicht realistisch. Ja. Das Gute ist aber, bei Amazon macht man nicht nur Werbeverkäufe. Wenn man die Werbung gut gestaltet, eine gute Methode hat, die aufzusetzen, eine Zielsetzung hat, gute Recherche betreibt, gut optimiert, können wir durch diese Werbung es schaffen, dass wir sehr viel organisch Umsatz generieren. Und dann, selbst wenn die Werbung extrem ins Minus läuft, extrem Verluste hat, können wir trotzdem profitabel wirtschaften, indem wir quasi diese organischen Umsätze nutzen, um unsere Gewinne zu ziehen. Wenn ich in einem Account, den wir betreuen zum Beispiel, in der Werbung 2.000 Euro Verlust habe, weil wir da extrem pushen, dieses Ranking generieren, ja, der Arcus ist hoch, Klickkosten sind hoch, aber das organische, also der organische Umsatz dann 15.000 Euro Gewinn macht, gucke ich am Ende des Monats im Reporting, okay, 2.000 Euro Werbeverlust, 15.000 organischer Gewinn, macht 13.000 Euro realen Gewinn am Ende, Reingewinn. Das ist trotzdem sehr, sehr gut. Bedeutet, der eine wichtige Tipp ist quasi, oder um es zusammengefasst zu sagen, wir nutzen die Werbung nicht, um in diesem Moment Profite zu generieren, sondern wir nutzen die Werbung, um Ranking aufzubauen, Sichtbarkeit aufzubauen. Und dann möchten wir durch diese Sichtbarkeit unsere Profite erlangen. Fokussiert euch nicht nur auf den Arcos-Wert, den möchten wir auch sinken lassen im Laufe der Zeit. Durch Optimierung möchten wir den Arcos besser hinbekommen, das heißt weniger Prozent Kosten pro Verkauf. Aber die wirklichen Gewinne auf Amazon werden nicht in der Werbung realisiert, sondern durch das organische Ranking. Dadurch, dass Amazon uns auf den ersten Plätzen quasi platziert, auf den jeweiligen Suchbegriff. So. Genau, das für heute. In den nächsten Sessions, glaube ich, können wir auch noch ein bisschen mehr berechnen, ein bisschen gucken, was ist im PPC eigentlich gemacht, was für Kampagnen gibt es, wie ist die Struktur, wie kann man auswerten, also Reporting am Ende des Monats. Genau, für heute einfach nur ein bisschen die Denkweisen aufzuklären und zu schauen, okay, wofür ist PPC? Und bitte konzentriert euch, sobald ihr PPC schaltet, nicht nur auf den Arcos, denn das ist wirklich nur die halbe Wahrheit. Ja, so viel dazu. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode. Vielen Dank, Lorenz, für deine Expertise. Fassen wir das Ganze also noch einmal zusammen. Primäres Ziel der Amazon PPC-Kampagnen sollte es nicht zwingend sein, damit allein einen großen Gewinn zu erzielen. Dieser würde sich beispielsweise im Arcos-Wert widerspiegeln, also Advertising Cost of Sale. Berechnet wird dieser Wert durch die Werbeanzeigenausgaben geteilt durch die Werbeeinnahmen mal 100. Wie wir von Lorenz gelernt haben, ist der Arcos-Wert als Indikator dem ROAS-Wert auch vorzuziehen. Allerdings konzentrieren sich beide Werte lediglich auf den Verkauf der Produkte, die durch die Ads erzielt werden. Das ist ein wichtiger Punkt, da für euch als Händler nicht der Gewinn der verkauften Produkte zählen sollte, sondern die Menge an verkauften Produkten. Genau das bemerkt nämlich dann auch Amazon und wird euch organisch in den Suchergebnissen hochstufen. Das heißt, der eigentliche relevante Wert ist am Ende der TACOS-Wert, also Total Advertising Cost of Sale. Dieser setzt sich nämlich aus den Werbekosten geteilt durch den Accountumsatz mal 100 zusammen. Das bedeutet, es werden organische, nicht durch Werbeanzeigen generierte Verkäufe mit berücksichtigt. So viel also zur Theorie. Wir werden in der nächsten Zeit noch weiter in die Materie eintauchen und euch auch das ein oder andere Praxisbeispiel im Deep Dive aufzeigen. Sollte euch das interessieren, solltet ihr nicht zögern und den eBakery YouTube-Kanal abonnieren. Ansonsten beraten euch die eBakery Amazon-Experten gerne und übernehmen bei Bedarf eure PPC- und SEO-Optimierung. Sollte es noch Fragen geben, schreibt uns diese in die Kommentare. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut! Euer eBakery-Team!